Ja, herzlich willkommen zu der ersten inhaltlichen Folge in der Reihe Digitale Lehre. Ich würde mich heute zunächst gern einem Thema zuwenden, das halb technischen und halb didaktischen Anstrich bekommt, nämlich den asynchronen Formaten hier in einem ersten Teil, dem sogenannten Input-Video. Warum tue ich das? Weil natürlich ganz erheblich von der Gestaltung im Wintersemester abhängen wird, ob wir nur mit Vorlesungen in den digitalen Raum wechseln oder es gleichzeitig auch Seminare betrifft. Deswegen starten wir mit diesem hybriden Thema, dem Input-Video. Und ich würde mir erlauben, in dem zweiten Teil des Videos Ihnen ein Set vorzustellen für OBS, also die Open Broadcasting Software, die Sie für Windows, Mac und Linux benutzen können, mit dem Sie die Standardpräsentationsvorlage im Corporate Design der TU Dresden umsetzen können, ganz einfach mit OBS, sodass man schon eine Vorstellung hat, wie so ein Input-Video technisch aussehen könnte. Bevor wir damit aber starten, vielleicht ganz grundsätzlich etwas zu den asynchronen Formaten in der Hochschullehre. Ich habe das eingangs in dem Intro schon erwähnt, dass Studierende in besonderem Maße asynchrone Formate nachfragen. Und zwar nicht nur, weil man dann das Wissen immer wiederholen kann, sondern weil es auch so ist, weil es den Unterschied, weil das Lernen in einem virtuellen Raum und die Präsenz in einem virtuellen Raum ganz anders ist als in einem klassischen Hörsaal. Und stellvertretend zeige ich Ihnen hier ein Feedback auf die Vorlesung Digitalität, die ich im Moment im Sommersemester anbiete. Ich finde, Ihr Vorlesungsformat ist von den mir vertrauten Online-Vorlesungen die beste Variante. Ich habe momentan einige Probleme, was Motivation und Prokrastination betrifft. Und dank der Kombination aus ca. 45 Minuten Konserve statt mitunter glatten 90 Minuten, die genau zum Veranstaltungsbeginn veröffentlicht wird, mit Countdown, parallel im Chat und anschließender Konferenz kommen Sie der reellen Vorlesung am nächsten. Und genau das brauche ich gerade, während ich langsam den Sinn für Raum und Zeit verliere. Dankeschön. Das, was hier sofort sichtbar wird, ist, dass wir, wenn wir uns auf digitale Vorlesungen vorbereiten im Wintersemester, wir folgende Dinge dabei beachten sollten und von den Erfahrungen, die andere schon vor uns sammelten und die auch in der schon erwähnten Sekundärliteratur breit ausgeführt sind, dass man sich mit dem Input, das heißt der Wissensvermittlung in digitalen Formaten etwas zurückhalten sollte und deswegen auch die Lehrveranstaltungen, die anstehen, auf den Rahmen anpassen sollte und die inhaltlichen Teile der Vorlesung etwas zurücknehmen muss. Vielleicht so viel. Sie sehen hier schon 45 Minuten, das ist die Hälfte der Vorlesungszeit, die ich mir für die Wissensvermittlung nehme. Danach, es gibt parallel einen Chat, das hat mit dem Veranstaltungsformat zu tun über YouTube Premiere, dazu vielleicht später noch einmal. Und danach einer Konferenzschaltung, die ich den Studierenden anbiete, die sie aber nicht wahrnehmen müssen. Also das heißt, es ist eine Option. Wir lassen uns offen, ob wir chatten oder nicht. Insgesamt, das kann ich jetzt nach drei Viertel des Semesters sagen, ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass das Diskussionsklima in einem solchen Format sehr viel besser ist als das in klassischen Veranstaltungsformaten. Aber das mag möglicherweise ein sehr subjektiver und deswegen auch täuschender Eindruck sein, dem ich hier unterliege. Nichtsdestotrotz würde ich für die Vorlesungen, also für die Input-Videos, Folgendes empfehlen. Wichtig ist, dass in den asynchronen Formaten der digitalen Lehre, und das betrifft besonders die Vorlesung, die Wissensvermittlung abgekoppelt von der zeitlichen Verfügbarkeit sein sollte. Das heißt, wenn Sie es so wie ich gestalten, also mit einer YouTube Premiere oder der Freischaltung einer Vorlesung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, dann ist es so, dass Sie damit natürlich so etwas wie einen Präsenzeffekt erzielen, bei dem alle Anwesenden miteinander über den vermittelten Inhalt sprechen können. Hier sollte es aber so sein, dass die
Verfügbarkeit der Vorlesung oder einer Aufzeichnung der Vorlesungen dann nicht auf diese 90 Minuten begrenzt ist oder auf eine Woche, sondern dass die Studierenden während des Semesters die Gelegenheit haben, diesen Inhalt nachzuvollziehen. Das ist der zweite Punkt, nämlich dass die Lehr- und Lernvideos den Studierenden nach Veröffentlichung mittel- und langfristig zur Verfügung stehen und sie diese weiter nutzen können, auch zur Klausurvorbereitung zum Beispiel. Denn es ist tatsächlich etwas anderes, ob man in einer Vorlesung mitnotiert und mitschreibt oder ob man auf einem Bildschirm eine Präsentation ablaufen sieht. Ich würde, das genügt natürlich anderen Dynamiken und auch anderen Aufmerksamkeitsökonomien. Und ich würde Sie dazu ermuntern, dass Sie Ihr Material langfristig zur Verfügung stellen und das Studierenden verfügbar halten. Das geht ja zum Beispiel, wenn Sie nicht auf Open Educational Resources setzen wollen, auch in abgeschlossenen Website-Bereichen oder in abgeschlossenen Blog-Bereichen, die Sie zum Beispiel mit einem Passwort schützen, sodass Sie von außen nicht einsehbar sind. Wichtig ist, dass die Lehr- und Lernvideos, die Sie asynchron einsetzen, 45, also 40 Minuten bis 45 Minuten in der Regel und idealerweise nicht übersteigen. Das bedeutet im Hinblick auf das Wintersemester, dass wir um 2 Wochen verspätet beginnen und das aber ein verkürztes Semester ist, kein verschobenes, dass wir höchstwahrscheinlich nur 12 Sitzungen haben werden, um eine thematische Vorlesung oder eine Einführung zu gestalten. Und wenn Sie dann noch den jeweiligen Input auf die Hälfte der Zeit reduzieren, sehen Sie, dass diese Veranstaltungen prinzipiell ihr Gesicht ändern und einen anderen Charakter bekommen. Und darauf sollten wir uns einrichten. Und dieser erste Punkt, nämlich die Reduktion, die inhaltliche Reduktion in der Wissensvermittlung, ist der erste zentrale Punkt beim Einsatz von asynchronen Formaten. Und das Ganze betrifft auch Seminare. Das heißt, auch in Seminaren sollten Sie das mit den Input-Videos nicht übertreiben. Gute Erfahrungen gemacht habe ich mit Input-Videos im Umfang von ungefähr 20 Minuten. Wenn Sie das möchten und es tatsächlich eine breite Wissensbasis erst einzuführen ist, orientieren Sie auf 2x20 Minuten mit einer entsprechenden Pause und Aktivierungsphase noch einmal dazwischen. Dazu kommen wir aber hier in den nächsten Wochen. Das zentrale Moment, warum man mit asynchronen Formaten arbeiten sollte und eben nicht die Vorlesung einfach nur dadurch führt, dass man eine Videokonferenz anschaltet, erwartet, dass alle da sind, ohne Aufzeichnung arbeitet und danach ist der Stoff vermittelt, ist, dass wir mit asynchronen Formaten unterschiedlichste Barrieren abbauen. Die erste ist tatsächlich eine Barriere, die üblicherweise Studierende trifft, wenn sie zwischen Veranstaltungen unterwegs sind, das heißt nicht in dem digitalen Raum, sondern in Präsenzveranstaltungen, nämlich diese 20 Minuten zwischen den einzelnen Vorlesungen. Die Barriere bauen wir damit schon mal ab. Das zweite ist, dass viele Studierende neben ihrem Studium arbeiten sind, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das fällt in den Zeiten, in denen der öffentliche Raum sich grundlegend verändert hat, natürlich sehr viel schwerer, weil zum Beispiel Nebenjobs in der Gastronomie ausfallen und Studierende anderweitig Geld verdienen müssen. Das Letzte ist, dass Studierende sich auch um Kinder und Angehörige kümmern und deswegen nicht in einem festen Zeitslot immer zur Verfügung stehen, wie das unter normalen Bedingungen der Fall wäre. Das heißt natürlich nicht, dass Sie von Ihrem Anspruch zurücktreten sollten, dass Ihre Vorlesung relevant ist für den Studiengang und für die Entwicklung und das Lernen der Studierenden, sondern dass Sie nach Möglichkeiten suchen, Studierenden das selbstbestimmte Studium zu erleichtern. Schlussendlich ist auch dann die Abwechslung, die Sie innerhalb von 90 Minuten realisieren können, also zum Beispiel 40 Minuten Input-Video, danach Diskussion im Chat oder in einer Konferenz, aktiviert Studierende auch nochmal sehr viel stärker, als sie es realisieren könnten, wenn sie 90 Minuten eine reguläre Vorlesung halten ohne Feedbackschleife. Ja, vielleicht ganz kurz, das ist der erste Teil. Input-Videos sind ein wesentliches Element der asynchronen Lehre in Vorlesungen. Und das Grundprinzip ist, dass sie die Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen der Vorlesung auslagern und dementsprechend die Präsenzphasen nutzen,
zum Beispiel im Chat oder in einer Videokonferenz, um mit den Studierenden sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Ich werde jetzt in loser Folge in den nächsten Folgen noch andere Formen des Inputs vorstellen und auch dann unterschiedliche Möglichkeiten der Aktivierung, der gemeinsamen Aufgabenbewältigung und so weiter und so fort, die auf die Kollaboration zwischen den Studierenden setzen, sodass sich möglicherweise das Gesicht ihrer Lehrveranstaltungen ändern wird. Und um dafür das notwendige Handwerkszeug in die Hand zu bekommen, habe ich mich entschieden, diese kleine Reihe aufzunehmen. Und dazu werden wir jetzt kommen. Moment, jetzt muss ich einmal die Vorlesung umstellen, und zwar einmal auf die Präsentationsvorlage. Die sehen Sie jetzt schon. Und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie mit ganz einfachen Bordmitteln und ein bisschen technischem Support ganz einfach mit OBS Videos realisieren können. Und ich habe mich dazu entschlossen, Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, mit dem Sie Ihr Kamerabild und eine Lizenzangabe sehr einfach in eine solche Standardpräsentation integrieren können. Dafür wechsle ich jetzt einmal nach OBS. Und Sie sehen jetzt hier den normalen Startbildschirm. Ich habe ein tiefblaues Hintergrundbild integriert, um Ihnen die Abmessungen anzuzeigen. Das ist eine 16 zu 9 Auflösung und das ist die normale Auflösung, die empfohlen wird für die Präsentationsvorlagen im Corporate Design der TU Dresden. Und ich würde Ihnen jetzt eine Vorlage hier zeigen in OBS, die Sie anlegen können, und alle Files, die ich dafür verwende, können Sie sehr gern benutzen. Ich teile sie in einem ZIP-File in der Beschreibung dieses Videos. Sie müssen dazu meinen Namen nicht erwähnen. Wenn Sie es tun wollen, dann tun Sie das, aber da lege ich keinen Wert drauf, denn es sind tatsächlich mit Photoshop-Erfahrungen sehr schnell angelegte Grafiken, für die man eigentlich weder Dank noch Namensnennung braucht. Also, ganz kurz, Sie sehen hier den Hintergrund in OBS und Sie müssten jetzt anlegen ein neues Bild, und zwar den Kamera-Hintergrund. Das Ganze ist jetzt gebaut für eine Webcam mit einer 4 zu 3 Auflösung. Moment. Mit einer 4 zu 3 Auflösung, und das würde ich Ihnen ganz gerne jetzt hier zeigen. Ich muss mal kurz schauen, dass ich hier nicht selber durcheinander komme. Moment, in welchem Ordner war das jetzt? Ist schon im Livestream. Okay, also wir suchen OBS Kamera. Halt, Moment, OBS Kamera Background. Halt. Das ist es wohl. Öffnen. Okay. Und das ist der Hintergrund für Ihre Webcam. Warum ich Ihnen jetzt das blaue Hintergrundbild mit einspiele, ist, dass Sie diesen Kamera-Background ideal und optimal aufziehen können. Ich lege es mit in das ZIP-File für Sie. So, das nächste, was Sie hinzufügen können, ist eine Videoaufnahme Ihrer Kamera. Ich verwende jetzt die Kamera meines Notebooks, also nicht die. Moment, da muss ich mich ein bisschen anders hinsetzen. So ist es, glaube ich, ganz okay. Moment. So ist ein bisschen hübscher. Und diese integrierte Kamera, die ich sonst nicht verwende, hat genau die Auflösung 4 zu 3. Und diese ziehe ich jetzt hier auf dieses Fenster, passe es an. Ja, und dann haben wir hier ein Webcam-Bild mit einem unterlegten, Moment, mit einem unterlegten Schatten. Mal schauen, dass das gut passt. Ja, das ist also mein Webcam-Bild. Und jetzt füge ich hinzu ein weiteres Bild, und das wird ist die Bauchbinde für Ihr Video, das heißt, das zur Identifikation dient. Bauchbinde für das Video, okay. Und jetzt habe ich Ihnen unterschiedlichste Farben abgelegt. Also es gibt diese Bauchbinde einmal in der Farbe Rot, dann Pink, Grün, Blau. Und wenn ich mich nicht recht täusche, sollte auch noch ein Moment, Rot, Pink, Grün, Blau, ein Grau dabei sein.
Aber dann geht es vielleicht jetzt auch mal gerade ohne. Das heißt, ich öffne das jetzt mal. Das wäre das rote. Halt, Moment. War das falsche? Ich brauche die Kamera nur. Ich brauche nicht das. Ach, da haben wir es. Ja, ich nehme das rote dazu. Und hätte jetzt eine transparente Bauchbinde zu meinem Video. Das heißt, wir sehen hier, Sie müssen das Video noch ein bisschen. Das müssen wir ein bisschen kleiner machen, damit es hier in dieses Fenster ideal reinpasst. Probieren Sie sich da ein bisschen aus, damit klar ist, dass, wie das Ganze für Sie funktioniert. So, gut, halt, so. Also ist doch fast hübsch. Ah, Sie sehen schon, das ist, da verschwende ich jetzt keine Zeit damit, das noch irgendwie. Können Sie auch noch so machen. So, so jetzt passt ein Video und Bauchbinde ideal hinein. Und dann produzieren wir noch einen Text. Okay. Hier nehmen wir die Open Sans als Hausschriftart der TU Dresden. Die müssten Sie sich bitte im Netz besorgen, wenn Sie sie noch nicht auf Ihrem Rechner installiert haben. Die Open Sans, da. Machen die mal fett. Okay, hier ihren Namen hinein. So, da den Namen hinein. Hier sind ihnen natürlich keine Grenzen gesetzt, ja? Keine Grenzen gesetzt. So, ihr Name. Und dann sei Ihnen empfohlen, dass Sie noch eine. So ist besser. Und dann sei Ihnen auch empfohlen, dass Sie noch eine Lizenz ergänzen. Und bei mir ist das die Lizenz CC BY 4.0 International. Dazu sage ich auch in dieser kleinen Reihe noch etwas, worum Sie bitte auf Open Educational Resources gehen sollen. CC BY 4.0 International. National. Okay. Das ziehen Sie auch mit hier rüber. Machen Sie ein bisschen kleiner noch. Ups, das wollte ich natürlich nicht. Noch ein bisschen kleiner. So. Probieren Sie es hier ein bisschen aus, bis Sie das für Sie optimale Setting gefunden haben. Das ist nicht schwer. Und jetzt haben Sie den Kamera-Hintergrund und Sie haben die Bauchbinde mit dem Namen angelegt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Präsentationsvorlage. Und die bauen wir, das ist die 16 zu 9 Standardvorlage, die wir hier verwenden. Und ich würde jetzt ganz kurz zurückspringen zu OBS und würde jetzt einbinden diese Präsentationsvorlage mit einer Fensteraufnahme. Das ist die Präsentation. Sehr schön. Und würde Ihnen jetzt Adobe hier einbetten. Und zwar natürlich nicht hier oben, sondern Sie müssen bis vor dem Standardhintergrund zurückgehen. So, jetzt, das wäre die Präsentationsvorlage mit dem offiziellen Design der Technischen Universität Dresden. Und Sie sehen jetzt schon, Sie können hier in dem File sich bewegen und haben damit bei OBS ein je passendes Design. Die Farbe Rot muss Ihnen jetzt nicht zwingend zusagen, deswegen zeige ich Ihnen mal noch die anderen Farben. Also wir haben OBS, Kamera, Bauchbinde, es gibt ein schönes Pink. Danach hätte ich noch anzubieten ein Moment, ein Orange. Oder
ein Grün. Das haben Sie vielleicht bei Solveig Nitzke schon gesehen. Und dann ein Grau für die Traditionalisten. Und schlussendlich noch einen Blauton. Wenn Sie sich mit Farbspektren auskennen, wissen Sie auch, dass Sie die Farben noch kombinieren können. Und dann haben Sie idealerweise, finden Sie den Farbton, der für Sie am besten geeignet ist. Und mit dieser Vorlage können Sie die 16 zu 9 Präsentationsvorlagen einfach ausspielen und benutzen. Und ich hoffe, dass das eine Hilfestellung ist für die Umsetzung und die Produktion von Input-Videos. Das ist ein klein wenig professioneller als die anderen Dinge, die ich Ihnen hier bisher auf diesem Kanal schon gezeigt habe. Und damit geben Sie auch zu erkennen, zu welcher Institution Sie gehören. Gut, alle diese Files, also die Hintergrundbilder, die Kamera-Hintergrundbilder und die Bauchbinden, also in unterschiedlichen Farben, stelle ich Ihnen in einem ZIP-File hier in der Beschreibung des Videos zur Verfügung. Ja, und jetzt, um jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen zu den asynchronen Formaten, diese Input-Videos selbst, die Sie dann so erstellen, und zwar deutlich erkennbar für Ihre Universität oder die Institution, an der Sie tätig sind. Sie können ja natürlich auch jede andere x-beliebige 16 zu 9 Vorlage nutzen. Die sollte im Mittelpunkt der Vermittlung von Wissen in Ihrer Vorlesung stehen. Aber sie kann auch natürlich für Seminare verwendet werden. Wir werden es jetzt nach und nach uns hier erschließen. Und damit, um noch einmal den Bogen zum Anfang zurückzuschließen, ist ein ganz wesentlicher Moment für die digitale Lehre benannt, nämlich das Input-Video als eines asynchronen Formates, mit dem Sie die Wissensvermittlung aus den Präsenzphasen auslagern können. Und diese Präsenzphasen, die in einem Chat oder in einer Videokonferenz realisiert werden, von der Wissensvermittlung freihalten. Das Ganze hat, um das nochmal zu sagen, natürlich steht jetzt im Wintersemester unter besonderen Zeichen, denn wenn dieses verkürzt ist, stehen Ihnen für diese Sitzungen insgesamt 12 Termine zur Verfügung, und dann handelt es sich nochmal bei diesen Terminen nicht um volle Vorlesungszeiten, nämlich 90 Minuten, sondern für diese Input-Videos sollten Sie 45 Minuten einplanen. Und das heißt, dass man jetzt, wenn man nach den Prüfungen in die Sommerpause geht, ernsthaft darüber nachdenken muss und sollte, wie man vor allen Dingen in den anstehenden Einführungen im Wintersemester bestimmte Aspekte des Curriculums strafft und die Schwerpunkte in den Vorlesungen zu den Einführungen anders setzt und dann konsequent Wissensvermittlung und Übungsphasen voneinander abkoppelt. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist und auch welchen Wert asynchrone Formate dann in einem solchen gewandelten Einführungsformat haben können. Würde es aber hier nicht beim Input-Video belassen, sondern werde jetzt nach und nach noch andere Möglichkeiten vorstellen, die Sie benutzen können in der Vorlesung, um zum einen Wissensvermittlung voranzutreiben, zum anderen aber auch Studierende zu aktivieren und mit ihnen ins Gespräch zu bringen, und werde schlussendlich in einem letzten Schritt dann auch bei diesen asynchronen Formaten zeigen, welche Hosting-Möglichkeiten wir an der Technischen Universität Dresden dafür haben. Wenn Sie an einer anderen Hochschule arbeiten, lehren und forschen oder studieren, dann mag das jeweils anders sein, aber so, dass wir dann hier zumindest erstmal zu den asynchronen Formaten, zu den Input-Formaten einen schönen Block haben und diesen Block dann einbetten in weitere Betrachtungen zur Frage, wie können wir miteinander in Präsenzphasen im virtuellen Raum miteinander kommunizieren und welche Tools und Möglichkeiten gibt es dafür. In diesem Sinne bin ich für heute erstmal ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, und hoffentlich auf bald.